Einen wunderschönen guten Abend. Kinder schlafen, das ist das Wichtigste. Meine Frau ist weg, auch nicht schlecht. Nein, Spaß. Die muss aber noch arbeiten. Eltern, Pflegschaftskram, keine Ahnung, irgendwas. Und ich mache jetzt Folgendes. Enten habe ich gefüttert mit ekligen Schnecken. Obwohl, die wollen immer noch mehr, verstehe ich nicht. Egal, wem schmeckt. Und wir machen jetzt Folgendes. Ich habe keinen Maulwurf, ich habe eine Wühlmaus. Oder eine Kolonie an Wühlmäusen, was weiß ich. Da ich aber keinen Schlagfall verwenden möchte, habe ich mir jetzt hier alte Tücher zerrissen und die mit Essigessenz getränkt, weil es soll anscheinend so sein, dass man die damit vertreiben kann. Ein Schlagfall ist das letzte Mittel. Von daher probieren wir das mal aus. So, ich muss jetzt eigentlich nochmal ein Stativ suchen, aber das geht jetzt auch im ersten Moment so. Guck mal da. Da ist auch noch mal ein bisschen Entenfutter. Nee, reicht jetzt. Aber da ist ein Wühlmausloch. Und hier ist ein Wühlmausloch. Und hier ist ein Hügel. Und wahrscheinlich sind sie hier drunter. Aber das finde ich jetzt nicht. So, und dann werden wir hier jetzt einfach mal so ein essiggetränktes Tuch reinstopfen. Ob das hilft, weiß ich nicht. Hier ist auch noch einer. Auch noch ein Loch. Da ist noch ein Loch. Schön. Vielleicht haben sie ja, keine Ahnung, so eine Großfamilie eingezogen oder so. Hab aber nur 6 Lappen gerupft. Das muss reichen. Das stinkt eh sowas wie Sau. Also mal ohne Witz. Naja. So. Dann nehmen wir die gute, kühne Essigessenz mit. Ich bin mal gespannt, ob es das legt. Also ich, ganz ehrlich, ich glaube da nicht dran. So, ich habe mal kurz das Stativ mal geholt. Aber wie gesagt, ich glaube da nicht dran. Ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht. Also ich, da gibt es, klar, gibt's keine empirischen Daten darüber oder sowas, ne? Aber irgendwie, weiß ich nicht. Also, man soll ja auch vergorene Buttermilch da reinkippen und sowas. Ja, das kann man alles machen. Die sind jetzt auch nicht so schlimm wie Ratten. Also nur eine, da steht Bekämpfer auch immer, nur eine tote Ratte ist eine gute Ratte. Da pflichte ich dem auch sehr bei. Das hat aber auch andere Gründe. Zum Teil auch berufliche Gründe, weil ich das früher mal so was Ähnliches. Also nein, ich habe nicht sowas gemacht, aber ich kenne mich damit berufsmäßig auch ein bisschen aus. Aber bei Wühlmäusen weiß ich nicht. Also von so stinkenden Tüchern, klar haben die eine feine Nase, aber ob das wirklich so hilft, wie man das meint, weiß ich nicht. Also ich bin ja dann leider doch eher der kurz- und schmerzlos Schlagfallen-Typ. Gerade bei den Ratten auch. Weil wir haben zwar Schädlingsbekämpfer von der Stadt aus. Also wir wirklich, das haben wir doch echt Glück, dass wir das bezahlt bekommen. Ansonsten Schlagfallen, Erdnussbutter bei Ratten. Das geht auf jeden Fall. Dann mache ich alle 3 Monate eigentlich eine Belegung, beziehungsweise im Sommer eigentlich nicht so. Eher im Winter. Weil ich habe das Gefühl, dass die da mehr dann kommen. Als im Sommer. Und, das ist auch krass, wir haben, also auf der Seite noch nicht komplett, man sieht es eigentlich auch gar nicht, aber was halt richtig gestört ist, wir entwässern ja zum Beispiel hier über das Dach darüber und dann einmal über den Hühnern darunter. Und auf der anderen Seite ist das genauso. Und da ich ja des Öfteren nachts wach bin, oder war vielmehr, im Winter schlafen die Kinder halt echt gut seit April, Mai rum, war ich ja dann auch öfters mal bei der Kleinen im Zimmer, weil meine Kinder, ich habe immer das Glück, die rufen dann nachts mit Papa. Und dann, bis sie dann wieder eingepennt sind, hast du dann schon mal eine halbe Stunde gesessen oder mal eine Stunde. Bei der Großen habe ich teilweise auch 2 Stunden gesessen, aber das Thema ist bei der seit einem Jahr durch, Gott sei Dank. Und bei der Kleinen halt, wie gesagt, seit April. Auf jeden Fall habe ich dann da im Schaukelstuhl gesessen. Oder in dem Bett gesessen und habe ich immer Magen gehört. Ja, das kann nicht sein. Ich habe ja keine Ratten im Dachboden. Und dann bin ich dann mal raus und habe mit der Taschenlampe geguckt. Und dann habe ich im Regenrohr gehört, so die Pfoten an rechts und links, als ob die sich so abstützen. So, und dann so runter. Dann habe ich ins Regenrohr gekloppt, so ganz laut. Und hörst du nur so, fum, dann ist die Ratte durchs Regenrohr runter und dann in den Kanal wieder. Das ist richtig krass und das ist richtig bedenklich und eklig, weil ich wohne ja auf dem Dorf und ich hätte nicht gedacht, dass es hier so viele Ratten gibt. Und dass die vor allen Dingen die Regenrinnen hochklettern, so
so wie Spider-Man, ne? So. Und dann habe ich gedacht, so, ne, das ist Schluss jetzt. Dann habe ich für die Vorderseite komplett so Regenrinnenbürsten bestellt, wo er dann auch kein Laub sich ablegen kann und auch nicht verstopfen kann. Da könnte ich schon mal nicht drüber wandern, also schon mal keine Laufwege auf der Dachrinne. Und dann habe ich so Edelstahl Falllaubschutz für diese Rohre bestellt, also für diesen Ausgang, wenn man es reinmacht, dass Laub da hängen bleibt. Das habe ich auch gemacht und dann habe ich sogar noch da rein, das ist aber dann, muss ich auch alle paar Jahre erneuern, weil das nämlich auch korrodiert, habe ich von den Hühnern so einen Hasendraht genommen, den zu einem Ball verknollt und dann in diese Regenrinn-Dinger stopfen da reingemacht, sodass die auch gar nicht die kleinste Möglichkeit haben, dann rauszukommen mit dem Kopf, weil überall, wo der etwas mehr, wo der Kopf größer als der Kopf durchpasst von der Ratte, passt auch der Rest durch. So, und deswegen alle Laufwege zumachen. Deswegen habe ich es auch überall gemacht, wo die Regenrinnen in den Versickerungsschacht bzw. in den Abwasserschacht gehen und in auch in den Kanal münden, weil die kommen da hoch. Und seitdem habe ich auch bei den Hühnern relative Ruhe mit den Ratten. Aber ich mache mal, wie gesagt, provisorisch, eigentlich gerade in den Wintermonaten, alle 3 Monate, lege ich die Fallen aus und wenn ich dann wieder welche vermehrt drin habe, lasse ich die auch mal belegen. Das ist dann auch meistens über den Winter 2-mal bisher gewesen und ich hoffe, dass diesen Winter dann halt auch wirklich noch weniger wird. Und das ist halt echt krass, das ist halt richtig krass und einiges auch richtig eklig. Und ich weiß schon wieder vom Thema ab und auf jeden Fall ist eine tote Ratte nur eine gute Ratte. Und bei den Wühlmäusen, ja, weiß nicht. Also, die gehen ja eigentlich nicht an Narzissen, weil das ist ein Narzissenbild. Eigentlich hätte ich die viel mehr bei den Tulpen erwartet. Aber die sind hier alle bei den Narzissen. Ich habe hier schon mal eine Schlagfalle aufgestellt. Aber auch, weil ich da hinten gesehen habe, da unter der Garage ist eine Lücke. Aber die Erdnussbutter snacken die Schnecken. Siehst du gerade, hier ist auch wieder auf dem Weg. Und, ja, wir machen auch unter anderem an der Stelle Ganzjahresfütterung, aber das zieht irgendwie gar nicht so viele Ratten an, weil die ganzen Spatzen echt alles wegfressen. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier diese Hügel. Und ich dachte erst, es wäre ein Maulwurf. Ja, so, ach komm, ne? Als Maulwurf würde ich mich hier auch in diesen Beeten rumtummeln, weil diese Beete voller Regenwürmer sind. Und hier sind viele Regenwürmer drin. Aber, nö, irgendwie dann doch nicht. Und diese Laufwege habe ich hier gehabt. Und dann habe ich hier in der Wildblumenwiese bzw. an dem Weg was gehabt. Und was halt auch richtig krass ist, das ist hier eine Fläche, hier hinten, in der sehr schattigen, sehr, sehr schattigen Wildblumenfläche. Da habe ich auch, da ein Hügel, da ist ein Hügel. Und was richtig krass ist, hier liegen sie, sind sie lang. Und das habe ich dann bis, das muss ich alles mal aufräumen, ne? Das ist ganz schlimm. Eigentlich war ich ja nur auf den Regen, der heute kommen sollte. Bis ich dann gemerkt habe, oh, hier ist ein Loch. Aber hier ist mir mein gepflastertes Ding weggesackt, weil hier unten drunter ein Loch ist. Und Tomaten könnt ihr auch mal wieder pflücken. Und die sind dann einfach wahrscheinlich hier durch und dann bei den Hühnern rein. Und das ist nicht so geil. Deswegen werden wir jetzt hier noch ein paar Essigtücher reinstopfen, hinten noch ein paar Essigtücher reinstopfen. Jetzt haben wir kurz einen kleinen Rundgang gemacht. Ich dachte, da hängt eine Zucchini. Und dann wird das so sein, dass ich jetzt 6 stinkende Essiglappen da reinstopfen würde und weiß ich nicht. Was soll ich machen? Soll ich die Löcher, die Hügel klein treten und dann gucken, ob dann wieder neue sind? Dann weiß ich, dass das nicht geklappt. Oder wann weiß ich, dass die weg sind? Das wäre jetzt mal die nächste Frage. Weil ich sehe es ja nicht. Die leben ja unterirdisch. Von daher, ich kann es dir nicht sagen. Aber wir machen das mal hier mit den Hühnern, mit den Hügeln, dass wir die platt treten. Und dann werden wir mal gucken. Aber erstmal graben wir erstmal 1, 2 aus und legen dann mal ein Essigtuch rein, so ein schön stinkendes. So, dann räumen wir jetzt erstmal hier Schnecke und Falle weg. Und
Kinderfingerschutz auch weg. Wollt ihr noch eine Schnecke haben, Antis? Ja. Eklig. So. Und wenn wir schon mal hier sind, können wir den Gierschmidt ausstechen. Ah, da, schöner Giersch. Weg damit. Also, ich mag ja Wildpflanzen, ne? Aber Giersch darf nicht bleiben. Die hätten ja noch einen Nutzen, wenn die wenigstens Giersch fressen würden, aber nee. So. Wenigstens fressen sie meine Mädesüß nicht an. So, da habe ich einen Gang gefunden. So, und viel hilft viel. So, und ab da rein damit. So, ja, mal zum nächsten Loch da. So, guck mal, er sieht. Aber hier habe ich auch noch einen Gang gefunden in der Wildblumenwiese und rein damit. So, das reicht. So, dann gehen wir nochmal hier hin. So, da haben wir auch was. So. Da bin ich ja mal gespannt. Hier ist noch eine Flockenblume. Die steht ja komplett falsch, weil hier ist alles mittlerweile die Kirche schon so voller Schatten. Hier muss mal ausgegraben werden. Dann machen wir jetzt hier mal den Hügel klein. Vorteil ist ja, bei so einem maulwurfartigen Verhalten wie das hier. Das ist ja lieber Maulwurf. Die buddeln ja dann gute Erde nach oben, wo dann wieder was keimen kann. Aber das hier ist ja sowieso prädestiniert zum Waldbeet, weil hier wächst einfach nichts, außer ein bisschen Ampfer. Hier vergeilt auch jedes Mal, das ist ja hier Herzgespann. Auch ausgraben, Flockenblume ausgraben. Das hier ist noch Wegwarte. Die kommt auch bald weg. Also die ist ja eh nur zweijährig. Ist dann weg. Und alles Kleine hier so, Brennnesseln kommen raus. Alles aber Kleines hier, so Hahnfuß und sowas, das wächst auch nicht mehr. Das war im ersten Jahr, war das mega, wo die Kirschen noch nicht so intensiv waren. Aber jetzt alles zu schattig. Hier meine ich auch noch was. Ja, hier ist ein ganz frischer Haufen. Hier waren auf jeden Fall auch Wege, aber es ist da. Ein richtig schönes Loch hier. Da kommt noch auf jeden Fall ein Lappen rein hier.
So. Und noch ein ordentlicher Schuss oben drauf. Da muss die Frau mal eine neue Pull-Essig-Essenz kaufen, wa? So, einen haben wir noch. Hier ist aber immer ein großer Haufen, Hügel. Aber ich werde den hier nehmen. Direkt beim Hühnergehege auf der anderen Seite. Warte mal. Wette, 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 würde meine Tochter wieder sagen. So. Und der hier, der ist nass genug und der stinkt schön. Und da geht's erstmal hier rein. Ja, mal gucken. Na, mal gucken, ob wir da jetzt irgendwie ein Resultat haben. Vielleicht buddeln die jetzt die Kerle auch wieder raus. Keine Ahnung. Weiß ich ja nicht. Aber probieren können wir es. Vielleicht gibt es dazu auch noch ein Fazit. Müssen wir mal gucken, wie lange ich das Video aufhebe. Man müsste mal gucken, wie lange ich das Video jetzt hier noch aufhebe. Auf jeden Fall ist jetzt erstmal Schluss. Ja, Ente. Wir warten mal ab, wie sich das entwickelt. Ich werde auch nicht mehr so viele Themen in dem Vlog jetzt hier mischen. Deswegen machen wir mal Feierabend und gucken wir mal. Aber ich glaube nicht, dass die Essiglappen ausbuddeln werden. Ich glaube, das ist dann doch zu scharf vom Geruch her. Aber ich habe jetzt auch keine andere Idee, wie die das handhaben oder was sie damit machen. Und ob sie das, oder ob das allein nur vom Geruch her ist. Aber so ein Wühlmaushügel und Gang, die können bis zu 80 Meter von einer Kolonie sein. Also bis zu 80 Meter unterirdische Wege können die anlegen. Das finde ich halt auch krass. Und die Baue von denen, die haben mehrere Futterbaue, und die sind eher so rundlich bis oval. Diese Baue, die sind bis zu 80 cm tief in der Erde. Da finde ich auch schon eine gute Leistung für eine Maus. Aber es gibt wahrscheinlich noch krassere Tiere. Ja, bei uns weiß ich nicht. Bestimmt. So, und jetzt bin ich einmal fertig. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Ich werde jetzt noch weitere Shorts für euch hochladen, die dann demnächst kommen werden. Und die plane ich ja vor bis, ich glaube, ich habe bis Oktober gedreht. Ah ne, ich habe bis Dezember gedreht, aber bis Oktober habe ich die fertig. Die anderen muss ich noch voice over machen. So, ich bin jetzt wirklich raus. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.